Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Anne Böhnisch. Ich bin Meeresbiologin und arbeite im Nationalparkzentrum Multima Watt Forum in der schulischen Umweltbildung. Das bedeutet, dass ich mit weiteren Kollegen die Bildungsangebote im Multima gestalte. Das Multima Watt Forum bietet einen tollen Überblick über die Unterwasserwelt der Nordsee und gilt deshalb auch als Schaufenster für den Nationalpark, den man hier auch nochmal schön sehen kann. Wir haben im Multima Watt Forum nicht nur Salzwasseraquarien, sondern auch Süßwasseraquarien. Das liegt daran, dass einige Fische, die im Nationalpark sich aufhalten, auch in die Süßwasserregion schwimmen oder wandern. Wandernde Arten stehen vor besonderen Herausforderungen. Zunächst einmal müssen sie von den tieferen Bereichen in die Süßwasserbereiche schwimmen und müssen dementsprechend sich an veränderte Salzgehalte anpassen. Aber ihnen begegnen auch Barrieren, wie beispielsweise hier das Eidersperrweg, wenn die wandernden Arten in die Eider reinschwimmen wollen, die sich direkt vor unserem Multima entlang fließt, müssen sie beispielsweise das Eidersperrweg eben überqueren oder andere Barrieren wie Schleusen. Bei wandernden Arten denken viele bestimmt an den Lachs und wir wollen uns heute noch eine andere wandernde Art, also einen besonderen Fisch anschauen. Kommt mal mit. Nämlich den Stör. Der Stör ist ein ganz besonderer Fisch. Mit 250 Millionen Jahren ist es das urtümlichste Wirbeltier auf unserem Planeten. Und der Stör ist erst mit etwa 10 Jahren geschlechtsreif. Und dann wandert der Stör, jetzt an unserem Beispiel hier, dem Beispiel der Eider, in die Süßgewässer. Besondere Herausforderungen sind dann auch für den Stör eben Barrieren zu überwinden. Hier am Beispiel von unserer Eider das Sperrwerk. Und diese Barrieren, die dem Stör im Wege stehen bei seinem Weg zum Laichen. Und dann noch ein starker fischereilicher Druck aufgrund des Kavias haben dazu geführt, dass der Stör stark bedroht ist und teilweise ausgestorben ist. So auch in unseren europäischen Gewässern, also der Stör ist hier kaum noch vorzufinden. Es wurden jetzt Experimente gestartet, in dem der Atlantische Stör hier in unseren Gewässern wieder ausgesetzt wird. Und somit versucht wird, wieder einen Bestand von dem Stör aufzubauen. Okay, jetzt gehen wir mal ins Großaquarium des Multima Watt Forums. Das ist das größte Aquarium, wie der Name auch sagt, und schauen uns mal einen lebenden Stör an. Kommt mit! So, jetzt sind wir im Großaquarium. Das Großaquarium ist 6x6 Meter groß. So, wenn man das mal im Verhältnis sieht, man sieht hier auch gerade ganz schön den Stör, wie er hier entlang schwimmt. Unser Stör ist ungefähr 1,10 Meter lang, ist auch der größte Fisch hier im Multima Watt Forum. Störe können aber bis zu 5 Meter lang werden. Und das kann man sich jetzt ganz toll vorstellen, wenn diese Scheibe hier 6 Meter lang ist, dann kann ein Stör, ja, wenn er 5 bis 6 Meter lang wird, ungefähr diese Länge annehmen, was sehr beeindruckend ist. Störe fressen Bodenlebewesen, also ernähren sich von Würmern und Schnecken auf dem Boden und sie haben einen ausstülpbaren Mund. Das sieht ganz witzig aus. Bei manchen Führungen hier im Multima kann man das auch sehen. Heute schwimmt er dafür herum, auch ganz nett. Und man sieht hier jetzt auch gerade ganz vorne die Barteln. Mit diesen Barteln kann er das Futter vorschmecken, kann man quasi sagen. Und dann stülpt er seinen Mund aus. Das ist wie ein Schlauch, wie ein Staubsauger kann man sich das vielleicht auch vorstellen. Und so kann er dann die Bodenlebewesen vom Boden aufsaugen. Eine weitere Besonderheit am Stör ist, dass er bis zu 100 Jahre alt werden kann. Also gleich alt oder vielleicht sogar älter als Menschen. Also falls ihr noch weitere Informationen zum Stör haben wollt, laden wir euch noch einen Steckbrief auf unsere Multima-Homepage. Den Link findet ihr dann unter dem Video. Dann hoffe ich, dass euch der kleine Einblick ins Multima gefallen hat und dass wir uns vielleicht auch bald mal wieder hier im Multima direkt sehen. Und sage Tschüss!